Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zur ersten Folge nach dem Special. Wir spielen Minecraft Survival Games mit einem Texture Pack heute, ausnahmsweise mal. Ich habe mir das Faithful Pack mal eben reingeworfen. Einfach mal um zu gucken, wie das so aussieht, weil das DokuCraft, das ich sonst immer benutze, ist noch nicht für die 1.6.2 up to date. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du mal hier ein auf irgendwas und, ich wollte schon wieder YOLO sagen, aber, ich sollte mal aufhören damit, mit diesem, ne? Mega Suchti ist da, bestimmt ein Suchti. So wie man sich das vorstellt. Hi, Any Art LP, ja, ist echt ein Suchti, ey. Hey, Mega Suchti. Ja, Punkte habe ich ordentlich verloren. Ich habe, das mal bei der Darksiders, bei dem Darksiders Park? Boah, ey. Ja, okay. Weil du es bist. Ich habe halt, wie gesagt, mal bei dem Darksiders Part angesprochen, dass ich eine Nacht durchgezockt habe mit vielen Leuten. Und unter anderem kamen dann auch Survival Games zum Thema. Und ach, das war ein bisschen scheiße. Und da habe ich viele Punkte verloren. Mit Juli und Henrik war das. Und mit Michelle the Cat. Und mit XX Staubi XX. Und mit dem Hypnos Gamer. Es war alles ein bisschen scheiße, naja, musste aber irgendwie mal sein, ein bisschen so, ne, nachts um 2:30 macht man ja so. NLP, you are a pro, right? Nein. Ich werde mich immer noch nicht als pro, was, weiß ich nicht, Alter, 51, glaube ich. Ich weiß es doch nicht auswendig, where am I? Ich weiß es doch auswendig, okay. Ich bin auf Emporium. Ne, ich würde mich mittlerweile echt nicht mehr ein Pro bezeichnen, denn das Problem ist, dass mit der 1.6, mit den ganzen Updates, hat sich das ganze Critical-Verhalten geändert. Das heißt, es ist vollkommen egal, mit welcher Waffe du agierst, du kannst mit jedem Critical kannst du bis zu 5 Herzen Schaden machen. Und das ist eine Sache, die muss man leider erstmal wieder so ein bisschen lernen, muss sich daran irgendwie gewöhnen, dass man da wieder so im Flow drin ist, dass man da die richtige Taktik herausfindet. Es ist nicht ganz so einfach, auf jeden Fall. Die Pilzsuppe habe ich auch. Ich gehe Richtung Brücke. Das ist, wie gesagt, alles nicht ganz so einfach. Deswegen muss man da schauen, dass man da irgendwie sich reinfuchst mal wieder erst. Ach, die Musik ist so scheiße gerade. Ich muss mal die unnötige Musik ein bisschen rausnehmen. Hier, das will ich haben, diese Truhe. Komm, die Schuhe nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Ups. Und dann gehen wir sofort weiter. Die Map laggt immer noch sehr, wie ich finde. Also, ich finde, diese Map ist nicht schön zu spielen. Ein Harnisch. Jetzt haben wir hier zum Beispiel schon mal so eine Axt. Und mit dieser Axt können wir schon mal einiges anrichten. Mag man jetzt so vielleicht nicht meinen, aber ist halt so. Oh, wir haben ein Steinschwert. Können wir schon mal einiges mit anrichten. Glaubt ihr vielleicht nicht, ist aber so. Ich werfe dir mal hier das Ding raus. Geh mal hier auf den Typen schon mal drauf. Oh. Treff ihn zu 0%. Das Schwert sieht schon ein bisschen scheiße aus gerade, ne? Okay, da sind ein paar Leute. Ja, ich würde sagen, ich bleib mal an dem dran so ein bisschen. Er hat schon gute Ausrüstung, wird wahrscheinlich einigermaßen gut drauf sein. Geh nicht ins Haus rein, du Idiot. Okay, tut er auch nicht. Ja. Bleibt stehen. Ich treffe ihn nicht. aber. Es hängt da ein bisschen, okay. Ich push dich ein bisschen. Ich push dich, komm, ich push dich. Geh drauf auf den. Fuck. Ich wollte dich nur pushen. Sorry, ich wollte dich nur pushen. Oh fuck, ich muss mal eben kurz sorry in den Chat schreiben. Ups. Oh, okay, das ist jetzt kein sorry. Ich hoffe, er liest es noch. Haben wir Stickies zufällig? Nee, ne? Das hier ist das da. Gut, das ist das da. Das ist das da. Ich wollte ihn wirklich nur pushen. Wirklich, Leute. Habt ihr ja gesehen, ne? Ich wollte, dass er... Weil er hatte nämlich Pfeil und Bogen. Und bevor er mit dem Pfeil und Bogen richtig viel Schaden anrichtet, dachte ich mir, komm, ich push ihn mal mit einem... Okay. Mit dem neuen System, mit dem neuen Level... Ach, mit dem neuen Schlagsystem. Kann man da auch mit dem... Nee, oder da kann man doch jetzt nicht auch mit dem... mit der bloßen Hand 5 Herzen Schaden machen, oder? Na, ich weiß es nicht. Okay. Hier haben wir zumindest schon mal eine Erfahrungsflasche.
Ich weiß trotzdem nicht, wo der Verzauberungstisch hier ist, von daher, Wayne. Ja, das 50er-Special ist jetzt vorbei. Es kam überwiegend gut an, will ich mal sagen. Also ich bin echt zufrieden gewesen mit den Meinungen und dass den meisten das gefallen hat. Viele, ja, man kann es halt nicht immer allen Leuten recht machen. Das ist halt das Problem, ne? Also manchmal, nicht manchmal, ist eigentlich immer so. Egal, was man macht, manche finden so Sachen cool, manche eben nicht. Und deswegen muss man damit rechnen, dass da halt auch welche kommen, die sagen, naja, komm, fand ich nicht so geil. Hättest du dir vielleicht was anderes ausdenken müssen, viel mehr Mühe geben müssen. Du hast es so hart angekündigt, das 50er Special wird cool und so. Und dann ist es halt nur sowas hier geworden. Aber es war halt wirklich, habe ich auch in den Kommentaren geschrieben, es war wirklich viel Arbeit. Also man mag halt nicht glauben, okay, man, ne, so 20 Minuten Runde mag ja ganz in Ordnung sein, aber es war schon viel Arbeit. Na komm schon, stirb. Er stirbt einfach nicht, ne? Ja, da ist er tot. Es war verdammt viel Arbeit, denn man muss da ziemlich viel Zeit hineinstecken, gerade, man muss halt gucken, okay, ich brauche eine gute Runde, die wirklich angenehm ist, die auch wirklich zu meinem Thema passt. Und da hat man dann auch nicht immer irgendwie was parat. Habe ich Stickies bekommen? Nee, ne? Lass mal gucken. Ich habe immer noch keine Stickies. Nee, habe ich nicht. Kurz mal Inventar ein bisschen ausleeren. 5 Spectators. Bleib mal kurz hier in der Ecke stehen. So, werf mal eben meinen ganzen Crap weg. Crap back. Da kommt jemand. Der sieht mich nicht zum Glück. Aber ich sehe ihn. Geh mal in ein Haus rein. Willst du nicht mal nach Hause gehen, lieber Junge? Ist ja schon spät, oder? Wir haben schon fast abends. Du musst doch mal nach Hause gehen jetzt. Oder willst du lieber zum Geh zum Spawn. Das könnte heißen, dass da ein Teammitglied drin ist. Aber den haben wir gleich locker down. Da haben wir ihn down. 92 Punkte. Vielen Dank dafür. Bogen, den behalte ich mal lieber. Den Bogen behalte ich mal. 2 Eisenbarren. Stickies haben wir auch. Was hat er denn da bei gehabt, dass er zum Spawn jetzt wollte? Wahrscheinlich nix. Stickies habe ich hier. Ich packe mir die schon mal hier auf den Slot, damit ich schon mal weiß, wo ich gleich... Da ist ein Team. Ne? Haben wir noch irgendwo anders eine Werkbank? Lass mich mal überlegen. Haben wir irgendwo eine Werkbank hier? Leider kenne ich die Map wirklich nicht. Aber ich... Doch, ich weiß, wo noch eine Werkbank ist. Danke. Danke an Angel War LP, der mir gesagt hat, wo die scheiße Deathmatch. Nein. Okay, ich muss zum Spawn. Psst. Psst. Komm, wir gehen auf den drauf jetzt. Ist das Team gewesen, oder? Er ist wieder zum Spawn. Scheiße. Es ist nicht gut. Ja, ist das Dreier-Team? Nee, oder? Wehe, es ist ein Dreierteam. Wehe, es ist ein Dreierteam. Ja, na klar. Wollt ihr mich verarschen? Dreierteam in der Arena oder was? Ja, ihr mich auch, ey. Ihr mich auch. Dass mein Eisenschwert machen könnte wenigstens, ne? Kann doch nicht sein, ja. Das war die erste Runde. Ich würde am liebsten jetzt gleich Hub machen. Einfach aus Prinzip, aber ich wurde schon gehittet. Deswegen bringt das nicht so viel. Ja, ne? Ich will einen mitnehmen. Oh, zum Glück ist es die andere Arena. Was für ein Himmel. Hier habe ich wenigstens etwas Chancen, ein Dreierteam auszuschalten. Aua. Auf den Schwächsten drauf. Der Schwächste fliegt. Der Schwächste ist der hier. Das ist der Schwächste. Oh, fuck. Ja, klar. Aua. Ich hoffe, die pushen sich halt gegenseitig so ein bisschen. Das wäre auch noch ganz gut. Ja, 3 Herzen. Habe ich Pfeil und Bogen? Ich glaube eher nicht so. Auf den will ich drauf. Ja, ich kann noch raggen. Alles gut. Alles clever. Ein bisschen hier. So, einen auf den machen. Ah. Okay, sie bekomme ich aber zumindest schon mal nicht kaputt. Das ist schon mal richtig gut. Die pushen sich irgendwie immer gegenseitig, machen die sich alle fertig. Oh, 2 Herzen. Erstmal kurz weg. Erstmal kurz raggen. Boah, meine Hand zittert gerade enorm. Enormus. Ich habe Pfeile bekommen. Ich bin tot. Noob-Team, ja. Ja. Dankeschön. Ja. Ja. Ja.
You deserve it, Art, fuck you. Ja, ja. You deserved it, wer deserved was? Wer deserved irgendwas? Wen habe ich denn getötet? Karl irgendwas, ja. Ach man, ey, ja, was müssen sie machen? Dreierteam in der Arena, aber, ja komm, ich muss ja mit ihm teamen. Aber das Gute ist, dass ich einen bekommen habe und mich auch wirklich gut geschlagen habe. Von daher, kannst du nichts gegen machen. 5100 Punkte, ja, ich verliere halt nur noch Punkte, aber, ja, es ist ein bisschen doof. Ich finde es ein bisschen doof. Warum braucht man denn ein Dreierteam in der Arena? Ja. Achso, was? Schau, warte mal, ja, nehme auf. So. Okay. Ich finde es halt, habe ich schon oft gesagt, ich finde es mega, so. Ich finde es mega noobig einfach von einem Dreierteam wirklich zu sagen, wir machen ein Team, wir gehen zu dritt auf eine Person drauf. Finde ich halt, das war auch kein gutes Team. Die waren richtig schlecht, weil die haben sich gegenseitig immer ein bisschen gehittet. Ich habe einen bekommen, der mit zwei Herzen, konnte ich mir viel anrichten. Ich hätte erstmal raggen müssen. Und das ist einfach das Problem. Ich habe jetzt gerade zu viele Teamleute hier. Ultra sucht die, Mega sucht die. Irgendwie ist gerade alle im... Oh Mann, ey. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Also ich will eigentlich nicht teamen. Aber letzte Runde spare ich mir dann für ohne Team. Ne? Für ohne Team und so. Ach Mann, ey. Los geht's Richtung Strand. Ja klar, Richtung Strand, wie immer. Hier hole ich mir mal eben den Eisenbarren raus. Den Harnisch. Alles schon mal gut. Halbe Miete ist schon mal gut erfolgt. Da geht jemand ein bisschen doof mit seinem Gehirn um. Der da in die Dingens reingeht, ne? Ich folge ihm lustigerweise irgendwie. Okay, hier ein Schwert. Aua. Also eine Axt natürlich. Er geht dahin. Okay, dann nehme ich mir hier irgendeine Truhe. Er greift mich hoffentlich nicht an. Gut, dass er das nicht macht. Hier ist noch eine Truhe. Und hier haben wir schon mal ein Holzschwert. Alles gut. Alles bravissimo. Wir haben heute Sonntag. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und jetzt habe ich meinen Harnisch nicht angezogen. Ich habe schon einen an. Stimmt. Ich werfe den mal raus für irgendjemanden. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, sofort nach Hause und Minecraft. So muss das sein, oder? Und heute gibt es noch eine Überraschung. Okay, das ist ein bisschen doof, was ich jetzt sage, weil eigentlich, wenn ihr die Folge seht, ist die Überraschung schon draußen. Von daher kann ich es ja sagen, wir haben jetzt unseren eigenen CS. Ich hoffe, das bringe ich auch online heute. Oh Gott, jetzt muss ich es heute online bringen. Wir haben jetzt unseren eigenen Gamer Art TS, also von der Gamer Klinik und AnyArt. Wir haben uns einen TS besorgt, beziehungsweise Runky, unser Java-Programmierer, der jetzt auch im Team Gamer Art ist. Der hat uns ein TS gesponsert. Und da könnt ihr jetzt einfach immer drauf gehen. Das heißt, wenn ihr spielen wollt, wenn ihr Survival Games spielen wollt, irgendwie andere Spiele, geht einfach auf den Gamer Art Server. Oh ja, Dreier-Team gegen einen. Ja, es wird natürlich nicht so geil irgendwie. Okay, dankeschön. Zwei Dingens habe ich. Was mache ich denn hier? So. Ja, Essen hier kann ich dir geben. Hier. Da kommt einer. Hat der gar nichts, der Sven? Was will denn der Sven, der gar nichts hat? Ne, also... Er pusht mich, okay. Er pusht mich, wirklich. Push mich! Ping-Pong! Ping-ponge mich! Ping-ponge mich! Aua. Ja, natürlich ist ja noobig jetzt ein Dreier-Team hier gegen eine Person. Aber die Sache ist die. Habe ich Stickies? Ich frage mal eben kurz, wie man Sticks hat. Die Sache ist die. Ich finde, in der Arena sollte man kein Team machen. In der Arena... Hat der Sticks rausgeworfen? Okay, nee. In der Arena mache ich es immer so, dass ich nicht teame. Also in der Arena ist Team für mich No-Go. Hier im Laufe des Spiels teame ich öfter mal, weil für mich ist es einfach unerlässlich, dass ich halt teame. Also wie gerade, ich wollte jetzt gerade auch nicht wirklich teamen, aber wie der Zufall so will, kommen halt Leute hier rein und... Ups, fuck. Ich hätte die bessere Position. Oh, jetzt nicht mehr. Ich habe die bessere Position, immer noch. Princess!
Princess Leia, where are you tonight? Oh Gott. Hab ich Stickies? Pushst du mich? Ja, er pusht mich, okay. Push mich noch einmal noch. Dankeschön. Hier, wo ist denn der Eisenharnischen? Scheiße. Da ist der Eisenharnischen. Aua. Was willst du denn? Wer schlägt mich denn hier? Achso. Meine Noobigkeit schlägt mich. Doch nicht. Alter, doch nicht. Doch nicht meine Noobigkeit. Who the fuck ist das? Was hab ich denn hier? Ja, komm, hier. Geh hin zu ihm. Hier hin. Oh. Komm, ich push dich. Ich mach dich fertig. Dankeschön. Darf ich jetzt endlich den Harnisch haben? Nein, darf ich nicht. Stickies? Ich frag nochmal eben. Habe ich Sticks mittlerweile? Ne, habe ich nicht. So. Immer noch keine. Was denn? Alter. Dankeschön für eine Hose. Endlich mal. Und dann geht's weiter. Ja, also wie gesagt, es ist mittlerweile unerlässlich, dass ich halt auch teame, weil halt viele Leute mittlerweile mich auch erkennen, was ich eigentlich, ist natürlich eine nette Sache, ist auch schön und cool, aber, was ist eine Schüssel? Ich habe keine Schüssel. Oder habe ich eine Schüssel? Ne, habe ich keine Schüssel. Aber ich find's halt auch ein bisschen, also, ja, ganz ehrlich, mir wär's lieber, ich würde nicht teamen. Aber manchmal ist es halt, ja, weiß ich nicht. Manchmal. Komm, hier mach ich eben kurz fertig hier. Oh, zu fünf wieder drauf, ey. Auf einen Typen. Ja, das tut mir auch irgendwo leid, ne? Irgendwo tut's mir auch leid jetzt. Ja, ich hab Essen hier. Kannst du Essen haben? Ich hab kein Essen. Ich hab ein Essen. Hier hab ich Essen. Hier hab ich Essen. Kannst du alles haben. Nimm alles. Iss mir alles weg. Iss mir alles. Alle Haare vom Kopf. Also, ne, man kann es immer so zweischneidig sehen. Einerseits, ich hab drei? Achso. Einerseits sage ich eben, ey, team in der Arena voll noobig von euch und jetzt teame ich auch. Aber ich teame ja prinzipiell auch nicht bewusst. Also, ich wollte nicht teamen. Mir wurde das Team aufgezwungen, quasi. Förmlich aufgezwungen. Ich hätte keine Chance. nein, aber, ach, es ist halt. Ich denke, ihr versteht, was ich sagen will, oder? Ich könnte einfach sagen nein, aber ich sag ungern nein, ich kann nicht nein sagen, liebe Leute. Aber in der Arena werde ich nicht auf den Typen draufgehen, also ich werde mich da raushalten gleich. Wenn wir zu dritt in der Arena sind, halte ich mich da raus, aus dem Gefecht. Hat jetzt jemand Stickies? Immer noch keiner, der Sticks hat. Druxa ist ein Deutscher auf jeden Fall, denn Druxa hat eben auf Deutsch ein schlimmes Wort gesagt, fängt mit W an und hört mit. Oh, da läuft jemand rum. Den, das ist Druxa. Druxa, der Wachser. Mist. Gegiftet. Gegen, was? Gegengiftet? Gegengiftet. Ja, komm, bringt nichts mehr jetzt. Ja, push mich nicht. Push mich nicht, das ist ein. Push mich nicht. Ey. Nicht! Hör auf! Ich wünschte, er könnte mich verstehen. Noch einer. Ja. Natürlich doof, jetzt ein Dreierteam mehr zu haben, ne? Jetzt hat es auch gemerkt. Push mich nicht, bitte. Ist er tot? Diese Pushen ist nämlich ganz gut, weil mit Pushen macht man nämlich das Folgendes. Sticks! Junge! Sticks! Weh, du hast wieder keine Sticks dabei. Alter, ey. Ja, komm, hier. Und dann mal alles haben. Hier. Seht ihr das? Food? Ja, da ist ganz viel Food. Komm, ich mit meinen ganzen Crap mal eben raus. Okay, Arena zu dritt nur noch. Zu dritt? Nee, mit Mark noch. Ja, ich leg meine Sachen eben ab. Und dann geht's los in die Arena. Nein, wir machen One vs. One. Also, alle gegen alle. So. For sure, baby, for sure. Wirklich. Oh, wirklich. Alle gegen alle. Mit das seht. Oh, nicht neue Arena, ey. Endlich, ich bin Eisenschwert. Mit das seht. Ich gehe ja auch auf den Ultra-Dingens drauf. Seht ihr das? Siehst du das? Ich gehe auf den Ultra-Typen drauf.
So. Ersten habe ich. Oh, 127 Punkte. Wow. Ist der andere schon tot? Aua. Don't schlag mich. Überleg mal, wen du hauen willst. Wir machen doch Team. Okay, jetzt kann ich mir einen wegsnacken. Jetzt kann ich mir einen wegsnacken. Ersten weggesnackt. Zweiten weggesnackt. Ich snack ihn mir. Was ein. Oh, weggesnackt. Ganz, ganz knapp. Ich habe extra gesagt, wir machen 1 gegen 1. Ne? Alle gegen alle. Habe ich vorher gesagt. Also, trotzdem gewonnen. Ja, aber ey, wir waren fair, ne? Marco, 0307, wir waren fair. Ich gehe kurz. Silent Hoop. Was? Ups, kein... Oh. Silent Hoop. Was? Could not connect. Warte mal kurz. So. Silent Hoop. Ah, jetzt klappt's, okay. In Timber bin ich drin. Oh nein! Ja, dieser lange Abend mit Juli und Hendrik und Michelle the Cat und Staubi und Hypnus Gamer. Da haben wir auch wirklich 2 Stunden lang Zimwe gespielt. War auch irgendwie lustig. Hat irgendwie Spaß gemacht. In einer Runde, wir waren vorher bei Hide and Seek drin. Haben Hide and Seek gespielt. Die Blockarmee, wenn ihr das Video von der Gamer Kinney gesehen habt, die Blockarmee haben wir nachgemacht. Und hier gehen wir jetzt rein. Oh, noch viel zu lange Zeit. Was haben wir denn hier für, zur Auswahl? Ich vote mal für Vote 2. Oh. Nein! Alter! Muss wieder rausgehen. Jetzt spawne ich wieder hier. Ja klar, ey. Okay. Und ich kann nicht über die Dingen springen. Was ist denn los? Leckt's gerade ein bisschen. Warum kann ich nicht über die Druckplatte springen? So, hier rein. Ah, nee, komm. Will ich auch nicht so gerne. Ich gehe hier in die Lobby rein. Nein. Nee, komm. Mod habe ich auch keinen Bock. Weil Mods können sich Sachen geben, eventuell. Achso, da ist der Typ wieder drin. Da war ich eben schon drin. Wo gehe ich denn jetzt rein? Ich will irgendwo reingehen. Ach komm, gehen wir hier rein. Was haben wir denn hier? Aber ich möchte... Okay, ich mache Drybone Valley. Oh, Leute. Vote 4, ne? Ja. Ich will nicht Isadelosa spielen. Isadelosa gehe ich wieder raus, weil ich mag die Map nicht mehr. Weil alle immer zum TNC-Feld gehen und ich sterbe da immer sofort. Und mit sofort meine ich sofort. Deswegen spiele ich ungerne... Also im Team spiele ich ganz gerne noch Isadelosa, aber nicht alleine. Ganz ehrlich, ist mir zu doof. Ups. Ups. Mir ist was aufgefallen. Also, ich habe damals auf meinem Gerät mit der großen Birne drauf, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Da gibt es so ein Gerät mit so einer Birne drauf. Ich glaub, es ist eine Birne, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, es wäre eine Birne. Auf jeden Fall ist da so ein großes Teil von. Es gibt es in klein und in groß. Und auf dem großen Teil habe ich damals mal einen Screenshot gemacht. Und der Screenshot ist von, ich glaube, von Januar oder Februar. Und da hatten wir stolze 20 Abonnenten. Wir hatten 20 ganze Abonnenten. Und mir ist aufgefallen, als ich da drauf geguckt habe, auf meine Abonnenten, die habe ich nämlich, ich habe den Screenshot gemacht von meinen Abonnenten quasi. Und da ist mir aufgefallen, dass da ein Abonnent ist, der immer noch Sachen schreibt. Also es ist wirklich einer der allerersten Abonnenten, die ich nicht persönlich kenne. Man hatte ja am Anfang immer so ein paar Freunde als Abonnenten, aber egal. Auf jeden Fall, den kenne ich nicht persönlich und der schreibt mittlerweile oder immer noch auf meine Videos, schreibt er immer noch Kommentare. Und das finde ich halt ziemlich cool, deswegen würde ich mich mal gerne bei dir bedanken, Just Moriarty. Just Moriarty, ein Dank an dich, dass du immer noch treu geblieben bist und auch ein großes Dankeschön an alle andere. Ich könnte jetzt alle Namen aufzählen, aber dann würde ich auf jeden Fall irgendeinen vergessen, wenn ich alle Namen aufzählen würde. Das wäre halt auch nicht so geil dann. Deswegen... Oh, den ersten habe ich tot. Der hat auch schon einen an Schwert. Sachen kurz im Auswerfen. Deswegen muss es Dankeschön an alle Abonnenten, die mich oder uns immer so unterstützen bei meinen ungeschnittenen Videos, auch immer schön schreiben. Na, komm. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nächsten tot. Komm, los geht's. Drauf. Na, bin ich hängen geblieben. Der auch. Nochmal hängen geblieben. Nein. Nein, nein. Dankeschön. Willst du mich abwerfen?
kurz was essen. Egal, ich muss nichts essen. Ich gehe ins Fort ja rein. Aber da wird wahrscheinlich schon jemand sein. Im Fort rein wird schon jemand sein. Deswegen ganz kurz ein bisschen. Okay. Alles safe. Für den Moment. Da kommt einer. Okay. Er geht nach oben. Sieht mich nicht. Sieht mich wohl. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh. Halbes Herz gegen einen Typen mit Harnisch. Hat er noch einen Harnisch an? Ist doch ein Harnisch entgegengeflogen gerade. Nein? Okay. Kurz nach oben schleichen. Okay. Für zwei. Ein Diamant? Ja, haben wir ordentlich Leute weggesnackt. Wenn man ein Schwert am Anfang hat, dann habe ich am Anfang immer gesagt, komm, ich gehe nicht drauf. Naja, drauf gehen ist mir zu doof. Mittlerweile immer drauf. Schwert immer drauf. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Hab man jetzt schon 30 Leute gekillt. Gefühlte 30 Leute. Und gefühlte 30 Schweine gleich auch noch hinterher. Und ein Level auch schon. Oh, das wird eine gute Runde. Das wird eine gute Runde, glaube ich. So. Dann gehen wir in die nächsten Räume. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ich vergesse gerne, was ich geredet habe, ne? Dann, ja, gut. ja, die ganzen Abonnenten. Ich werde irgendwann... Ich habe noch eine coole Idee. Ne? Ich habe noch eine coole Idee, die kündige ich jetzt schon mal an fürs 100er Special. Nein, werde ich nicht machen, sonst kommen ja Sprüche wie, ey, du hast dir so viel schon geredet, seit der 50. Folge redest du über die 100. Folge und dann kommt da nur sowas Lames bei raus. Oh nein, nicht essen. Ich habe eine coole Idee, wie ich alle Abonnenten danken kann. Und deswegen immer schön fleißig in die Kommentare schreiben. Ich merke mir natürlich die Namen, ich weiß, wer in die Kommentare schreibt und ich weiß, wie alle heißen. Also, ne, ich achte da wirklich drauf, dass ich lese alle Kommentare durch und ich kann mir auch alle Namen merken. Und deswegen weiß ich einfach, wer schreibt und wer nicht. Das heißt für mich, ich kann irgendwas Cooles irgendwann machen, aber das dauert alles noch ein bisschen. Das ist auch wieder eine Sache, die muss man länger planen, auch wenn das wieder nicht so lang wird. Wahrscheinlich nur 3-4 Minuten, aber es braucht halt eine gewisse Planungsphase. Und das kann man auch gut und gerne schon mal ein bisschen, ne? Deswegen auf nichts freuen, nichts erwarten und einfach nur genießen dann irgendwann. Auf jeden Fall werde ich es irgendwann machen. Und deswegen an alle, ne? Wenn ihr da erwähnt werden wollt, dann immer schön in die Kommentare schreiben. Oft in die Kommentare schreiben, dann habt ihr irgendwann was Schönes für euch. Oder so. Ich brauche einen Harnisch. Ich könnte schwören, der hat einen Harnisch gehabt. Ich könnte schwören, er hat einen gehabt. Aber ich lag wohl falsch. Aber ich könnte schwören. Ich gucke mir die Aufnahme nochmal an, ey. Und wer, der hat den Harnisch gehabt. Okay, ich gehe hier nach oben. Aber hier oben ist genau keine Truhe für mich. Doch, da ist eine Truhe für mich. Ja. Was will ich damit? Damit kann ich anfangen, so viel wie ein Mann ohne Penis mit einem Kondom. Ne? Oh Gott, ey. So. Ach Mann, ey. Ich mag meinen Humor manchmal. Nee. Okay. Nicht lachen. Hör auf zu lachen. Konzentriere dich auf das Spiel. Auf den Harnisch. Konzentriere dich auf den Harnisch. Ich bekomme einen Harnisch. Harnisch. Fuck, ey. Ich brauche einen Harnisch, ansonsten traue ich mich nach unten, nicht nach unten. War ich da schon? Ja. Da war ich schon dran. Ich gehe noch eben zum Zelt. Ein bisschen zelten. Zeltlagermäßig. Ach ja. Ach ja. Was gibt es sonst so Tolles? Was gibt's sonst noch so Tolles zu erzählen? Manchmal gehe ich einfach zu schnell, ey. BB. Und dann ist er tot. Bye, thank you. Ach, BB. Hä? BB? Schreibt er an BB? Mann, ey. Ich hätte gerne einen Harnisch. Naja. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Bald ist die Gamescom. In einem Monat ist es schon soweit. Dann kommt. Aber es ist wirklich nur noch ein Monat, ne? Krass, ey. In einem Monat kommt diese Gamescom, ey. Gamescom! Voll geil. Ich freue mich da echt schon wie ein kleines Kind auf die Gamescom. Ich kann euch schon mal sagen, wann wir da sein werden.
Wir werden natürlich auch nochmal Videos raushauen vor der Gamescom, damit ihr wisst, wann wir da sind. Aber wir werden Donnerstag, Freitag, Samstag und höchstwahrscheinlich auch Sonntag da sein. Also an fast allen Tagen. Wir schauen noch, dass wir am Mittwoch in den Pressetag da reinkommen. Wäre auch noch ziemlich cool, wenn wir das schaffen würden. Erstmal mal schauen, ob das möglich ist für uns. Oder nicht. Mal schauen. Ich brauche immer noch einen Harnisch. Bitte gib mir mal einen Harnisch. Ich habe 20 Pfeile. Okay, das reicht auch aus. Auf jeden Fall, ich würde mich echt freuen, wenn viele Leute von euch zur Gamescom kommen. Und damit wir einfach mit vielen Leuten quatschen können. Ach, Harnisch, dankeschön. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Aber bei Zeiten kommt dann noch ein Video, ich denke mal 2 Wochen vor der Gamescom kommt nochmal ein Video und dann werden wir das Ganze so ein bisschen nochmal ankündigen und sagen, wie ihr uns treffen könnt, wo ihr uns treffen könnt. Wahrscheinlich weiß ich auch selber nicht so genau, wo wir uns aufhalten werden. Hier ist niemand? Nein. Also das Texture Pack habe ich gerade ausprobiert, erst gerade eben runtergeladen vor der Aufnahme, weil viele immer meinten, ey, mach mal ein neues Texture Pack, ey, das Default ist so doof. Ist so hässlich, natürlich hässlich. Und deswegen dachte ich mir, komm, das ist mal ein anderes Texture Pack. Ich finde das Ganze in Ordnung. Ist zwar nur ein 32er. Okay, komm, Bahnhof. Okay, Bahnhof. Ich bin auch gleich am Bahnhof, liebe Freunde. Ich habe bald wieder ein Level zusammen. Da kann ich meinen Harnisch verzaubern. Ja. Diamanten habe ich immer noch. Hier ist der Bahnhof. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Sollte hier nicht jemand gewesen sein? Wo ist denn der hin dann? Da, hab ich einen Namen gesehen. Oh, das ist aber doof von dir. Weia! Machen wir Team. Schreibt er sogar noch in den Chat, während ich ihn verkloppe. Schreibt er noch in den Chat. Machen wir Team. Okay. Okay. Okay, wir machen Team, schreibt er hin. Dann treffen wir uns gleich, ne? 3 Spectators. Ach Mann, ich hab da so ein schönes... Was ist das Steinschwert? Habe ich Stickies? Leider ja, also muss ich mir ein Diamantschwert machen. Leider Gottes muss ich mir ein Diamantschwert machen. Bald habe ich schon Level zusammen. Hätte ich eine Angel, könnte ich noch fischen gehen. Da ist jemand. Popa LP. Oh fuck, natürlich muss ich ihn treffen. Wäre sehr nice, wenn ich ihn treffen würde, ey. Ups. Ja, genau. Schnell. Ups. Zum Bahnhof, ganz genau. Da musst du hin, lieber Kollege. Ach komm, den behalte ich mal lieber. Bogen sollte mein Privileg sein, nicht des einen anderen Privileg. Komm, weg. Kurz mal irgendwo hin, wo wir uns verstecken können. Wo können wir uns verstecken? Natürlich hier an meiner Lieblingsposition. Ich glaube, von da oben kommt niemand. Ja, Sulten? Wir können uns mal eben verstecken, Sachen rauswerfen. Alter, der ist tot. Raff es endlich. Ich habe ihn qualvoll getötet. Ganz qualvoll. So, alle Sachen rauswerfen. Das nach unten. 32 Pfeile. Ich schreib dir mal eben das, Nui Bubi ist... Oh. Ist tot. So. Wir gehen kurz zum Spawn, gucken, ob da noch ein Gegner ist. Achso, Daniolo. Richtig, genau. Das ist die richtige Einstellung. Das ist die richtige Einstellung. Wow! Die ist noch nicht aktiviert gewesen. Hammer nice, ey. So, wo kommt hier jemand? 4 Spectators. Sollen wir uns treffen und battlen? Spawn. Ich bin am Spawn. Aber ab dir, Schwert, aufpassen. Aber das sage ich ihm nicht. Überraschung. Das wird eine Überraschung. Ich freue mich schon auf diese Überraschung. Alter, was ist los mit dir? Er redet mal anständig. Echt mal, ne? Ich sollte mal anständig reden. Okay. Ach, komm mal endlich, ey. Ich möchte kämpfen. Okay. Nice.
Dann komm jetzt zum Spawn! Oh! Aua. Okay, das war unerwartet. Das war sehr unerwartet. Kurz Regen. Jetzt ist er weg. Zieh ich mein Diamantschwert. Und lauf weg. Da ist er down. Kurz. So. Und so. Weglaufen. Regan. Wo ist denn der Typ? Wer war denn das? Wie ist denn der nochmal? Big irgendwas, ne? Ah, ist auch noch da. Okay. Komm mal, Big. Mr. Big. Komm mal her, Mr. Big. Wo bist du, Mr. Big? Mr. Big? Boah, 32 Pfeile, ey. Was soll ich damit anfangen? Was soll ich damit? Mit so viel? Ja, ich würde sagen, ich gehe auf Mr. Big zuerst drauf, oder? Macht am meisten Sinn, wenn er wirklich zwei gekillt hat. Oder er blufft nur. Ich schaue mir mal an, wie die so equipped sind. Ne? Ich denke, das ist die beste Lösung. Letzte Runde, letztes Deathmatch. Wieder dreimal im Deathmatch. Einmal gegen ein scheiß Dreier-Team. Dann einmal 1 gegen 1 gegen alle. 1 gegen 1 gegen alle. Gewonnen. Und jetzt gegen Mr. Big. Mit seinen großen, großen Augen. Und los geht's. Oh ne, nicht die Arena. Ups. Kurz Diamantschwert rausholen. Nice one. Wo ist Mr. Big? Da ist Mr. Big. Alter. Alter. Wie alle auf mich draufgehen hier, ey. Komm, den haben wir zuerst down. Ah, Mr. Big war das. Gab's nicht noch? Ah, das ist der BB-Typ, okay. Ja, komm schon. Der andere meint ja irgendwie nur, hier mit der Angel hantieren zu müssen. Angelst du mich? Bist du ein Angler? Du? Bist du ein Angler? Bist du ein Angler? Hab ich dich gefragt! Ach komm, wir haben noch 20 Pfeile. Müssen wir nur treffen, ne? Und, ups. Und, ups. Und, ups. Und, ups. Damn. Komm, wir machen eben fertig. Ach, Junge, ey. Dankeschön. 50 Punkte. Wieder ein bisschen gut gemacht. Ganz nice eigentlich. GG schreibe ich mal obligatorisch in den Chat. Und jetzt wird es Zeit für mich aufzuhören, Essen zu machen. Hacker, ja. Si, Senorita. Nein, will ich nicht schreiben, ey. Ja, ich bin ein Hacker. Ihr wisst es alle, ich bin ein Hacker. Wie ihr seht, ich benutze Norus, ich benutze Wallhack, ich benutze Aimbot und ich benutze Spider-Man-Mods, ne, um die Wände hochzulaufen, wie ihr sehen. Pass mal auf. Ich die Wände hochlaufe, pass auf. Seht ihr das? Guck mal, ich laufe nach oben. Seht ihr das? Nochmal, guck mal. Ups. Okay. Ja, wir haben wieder ein paar Punkte gut gemacht, glaube ich. Wir sind vielleicht wieder auf 16.100. Damit lässt sich doch leben, oder? Sieger haben wir 309. Okay. Und ich werde einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich mache mir jetzt Nudeln mit Ei. Es ist Sonntag, liebe Leute. Ich habe nichts zu essen hier, außer Nudeln und Ei. Oh, eine geile Pizza wäre auch cool, ne? So. Wer mag mir eine Pizza bestellen von euch? Adresse gebe ich euch dann. Nein. Ich mache mir jetzt Nudeln mit Ei. Freue mich da lecker drauf. Und ja. Ne, wir sehen uns dann Dienstag wieder bei der nächsten Episode Ungeschnitten Minecraft Survival Games. Wenn ihr Bock habt, ich sag's mal einfach so, morgen Abend, also am Montag, wenn ihr Bock habt, kommt mal gegen 18 Uhr einfach mal bei Hive online. Ich werde da wahrscheinlich morgen ab 18 Uhr so ein bisschen rumdackeln. Ihr könnt auch gerne auf unseren Teamspeak kommen, dann kann man vielleicht auch ein bisschen quatschen, je nachdem, wie der Andrang, wie voll es sein wird. Also ich weiß wirklich nicht, wie oft wir im Teamspeak dann in der offenen Lobby sind, weil, ich weiß es halt echt nicht. Also ich würde ganz gerne, aber wenn es halt irgendwie zu viel wird, dann ist es auch manchmal irgendwann echt zu viel für einen. Dann muss man gucken, dass man das ein bisschen zeitlich so eingrenzt oder so. Deswegen, morgen aber werde ich online sein und auch auf unserem Teamspeak online sein. Also wenn ihr Bock habt, einfach mal Survival Games zu spielen, da ich mittlerweile echt oft Anfragen bekomme, kommt morgen einfach auf unserem Teamspeak. Die IP ist in dem anderen Video verlinkt, in dem Teamspeak-Video. Kommt morgen um 18 Uhr mal so online und dann können wir eine Runde Survival Games spielen mit mehreren Leuten, natürlich maximal vierer Teams und einfach so vielleicht ein bisschen quatschen, einfach so um den Teamspeak einzuweihen. Also Montagabend 18 Uhr, Teamspeak-Server und Hive. Ich freue mich auf euch, macht's gut,
Hauen Sie rein, habt einen schönen Sonntag, geht noch ein bisschen da draußen an den See, an den Strand oder einfach den hübschen Mädchen hinterher gucken. Ist auch manchmal schön, einfach nur irgendwo zu sitzen und okay, hör auf zu reden. Wir sehen uns, bis dann, auf Wiedersehen, tschüss.